Haben Sie eigentlich auch gelesen, dass der Anteil an psychischen Auffälligkeiten, um das mal neutral auszudrücken, bei erfolgreichen Managern, bei Wirtschaftsbossen, bei Spitzenpolitikern wesentlich höher ist als im Bevölkerungsdurchschnitt? Und es soll auch nicht so sein, dass die berufliche Belastung dazu führt. Nein, Psychopathen und Paranoide haben grundsätzlich bessere Möglichkeiten, in der Gesellschaft aufzusteigen. Wenn man also wieder mal von einem Personalchef hört, es tut mir leid, aber für diesen verantwortungsvollen Posten sind Sie nicht verrückt genug, dann stellen Sie sich doch mal einfach ganz doof. Ich zeige Ihnen mal, wie man das macht. Meinem Hirne. Mit mir soll's nicht ganz richtig sein. Man sagt, ich hätte eine weiche Birne. Zum Irrenhaus brachte man mich hin. Da waren schon Stücker sechs Insassen. Die Sechse, die sind heut noch drin. Mir hat als ihr Heiden lassen. Ob ich ihr heilen bin, weiß ich nicht. Könnt's ja selber mal probieren. Eine Steuerrechnung kam für mich. Ich fand einen Fehler beim Addieren. Zu wenig stand auf dem Papier. Ich störte die Finanzamtkassen. Sie kriegen ja noch 10 Mark von mir. Mir haben sie als hier halten lassen. Verheiratet war ich schon 4-mal. Erste lebte ungezügelt, die zweite machte viel Skandal, die dritte hat mir oft verprügelt, die vierte floh mit einem Mann und tat mit ihm mein Geld verprassen. Jetzt schaff ich mir die fünfte an, sie hat als ihr Heil entlassen. Ein Mädel war schon oft verlobt und sagt trotzdem, sie hätten im Leben noch nie geküsst. Ich hab sie gelobt, zur Hochzeit hat sie sich begeben. Ich folgte ihr beim Hochzeitstanz und sang ganz laut in alle Jassen. Wir winden dir den Jungfernkranz, mir haben sie als ihr Heil entlassen. Vor kurzem prüfte man mir noch mal und stellte mir verschiedene Fragen. Man wollte sehen, ob ich normal. Deutsche Hauptstadt, sollte ich sagen. Ich dachte, die Hauptstadt soll es sein und hat keinen Schimmer, keinen Blassen. Da plötzlich fiel mir Laumburg ein. Wir haben sie als ihr Heil entlassen. Sonst geht's mir ziemlich angenehm. Ihr könnt ja auch bei sie da sitzen. Da säß ich mollig und bequem. Bräuchte nicht hier vorn zu schwitzen. Was bin ich bloß für ein Idiot? Hier steh ich nun und schneid Grimassen. Sie schweigen und ich schrei mir tot. Mir haben sie als ihr Heil entlassen.